genau wie es für mich damals war, irgendwann zur Debatte, dass du dich mit dem Zuckerverzicht auseinandersetzen möchtest. Ich habe vor einiger Zeit aufgehört, ganz bewusst aufgehört, jegliche Form von Zucker zu konsumieren, außer Zucker, der sich in frischem Obst befindet oder in frischem Gemüse. Alle anderen Zucker, bis auf eine Ausnahme, habe ich komplett von meinem Speiseplan gestrichen, was zur Folge hat, dass ich ganz viel, also im Prinzip alles verarbeitetes Essen, nicht mehr esse. Ich nehme keine Soßen, keine Suppen, sondern ich stelle das alles selber her. Ich habe sogar angefangen, mir eine Schokolade selbst zu basteln. Und jetzt fragst du natürlich, wie kriege ich eine Schokolade süß hin? Das ist möglich. Dazu habe ich schon andere kleine Shorts und kleine Reels auch tatsächlich auf diesem Kanal eingestellt. Also, die Frage ist jetzt nicht unbedingt, warum du dich vom Zucker trennen willst, sondern wie das Leben dann weitergehen kann. Und ich sage dir, erstens kannst du dich entscheiden, auf bestimmte Produkte fortan zu verzichten. Das geht tatsächlich. Du kannst Kontakt zu deinem Inneren aufnehmen, zu deiner inneren Weisheit, zu deiner inneren Haltung und die Entscheidung treffen, ich esse ab jetzt dies und jenes Produkt nicht mehr. Ich lasse den Appetit, das Bedürfnis, das zu essen, komplett los. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in einem Coaching oder in einem weiteren Video womöglich. Dafür wollte ich heute keine Zeit verwenden. Aber ich möchte dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn du so etwas machen möchtest wie Zuckerverzicht, dann sollte es kein Verzicht sein, sondern du kannst dir überlegen, was sind die Ergebnisse, die ich für mich erlange, wenn ich tatsächlich auf Zucker verzichte. Und mein Entschluss, auf Zucker zu verzichten, möchte ich dir nur beispielhaft sagen, deiner kann ein ganz anderer sein, der hat etwas damit zu tun, dass der jahrelange Zuckermissbrauch bei mir mega Falten initiiert hat. Und ich weiß, dass die Falten vom Zucker und von meinem Sonnenkonsum kommen. Auf Sonne möchte ich nicht verzichten, aber auf Zucker kann ich verzichten. Und Zucker soll dazu führen, und das wurde mir eben auch von wissender Seite bestätigt, dass die Haut sich so dermaßen verhärtet, dass da mehr Faltengewebe auftritt. Ja, und ich habe tonnenweise Zucker gegessen in meine ganze Kindheit, Jugend, mein Erwachsenenalter bis vor, ich sag mal gut, 8 Jahren bestand hauptsächlich aus Zucker. Ach so, die Alternative zum Zucker, die wollte ich dir noch nennen. Und die ist wirklich sehr gesund. Das habe ich gestern noch mal getestet. Und zwar Jakonnensirup. Ich habe jetzt das Glas gar nicht mit ins Bild genommen, das zeige ich dir ein andermal. Oder du schaust mal auf meinem Kanal nach entsprechenden Videos zum Thema Schokoladeherstellung oder zum Thema Eisherstellung. Jakonnensirup ist eine Zuckerform, die sehr intensiv süßt, die allerdings keine glykämische Last, keinen glykämischen Index hat oder so gut wie keinen. Er liegt nämlich bei 1. Und das ist etwas, was dich wirklich nach vorne bringen kann. Und von daher möchte ich dir das empfehlen. Dann habe ich noch einen zweiten Zucker, der wird online ziemlich verschrien und zerrissen. Der heißt Sucralose. Und Sucralose verwende ich, wenn ich so viel Zucker in einem Stoff brauche, dass ich mit Yacon das nur schwerlich nachsteuern kann. Dann nehme ich also diese beiden Süßungsformen. Alles andere hat in meinem Leben und in meinem Essen keinen Platz. Ja, und jetzt warte ich mal auf die zukünftigen Ergebnisse und freue mich mit etwas anderen Maßnahmen noch, womöglich eine Verjüngung sogar meiner Haut zu erreichen. Alles Liebe für dich und ich wünsche dir, dass du den Grund, warum du auf Zucker verzichtest, bald weißt. Weil dann ist es eine Motivation hinzu statt weg von. Alles Liebe für dich. Ciao, ciao.